Sly musste im letzten Part ganz schön das Tanzbein schwingen und sich dann auch noch in so einem scheiß engen Smoking einquetschen und Bentley und Mary haben hier nur im Unterschlupf gechillt. Willkommen zurück zu Sly 2 Band of Thieves. Im letzten Part, haben wir eine große Vorbereitung für den großen Coup gemacht, nämlich Carmelita überzeugt, mit uns zu tanzen, während wir den großen Coup durchführen als Ablenkung. Sie weiß natürlich nicht, dass wir Sly sind, man hat es natürlich überhaupt nicht erkannt, er hatte nur die ganze Zeit noch seine scheiß Diebesmaske aufgehabt beim Tanzen, hey, eindeutiges Indiz, aber egal. Und jetzt haben wir andere Aufgaben noch mit Bentley zu erledigen, mit Murray glaube ich auch, war da noch was mit Murray? Ich gucke erstmal mit Bentley. Ich bin eine kleine Schildkröte. So, ja, RC-Bombenangriff ist von Bentley. Achso, und das ist beides like Grange im Konferenzraum. Das hört sich nach einer Schlägerei an. Und Elefantenrandale. Da war diese komischen Rubine oder so von den Elefanten klauen müssen, um die Flügel abschneiden zu können. Aber ich mache erstmal den RC-Bombenangriff, weil ich jetzt endlich auch hier rein kann. Ich bin Bentley und ich bin eine dicke Schildkröte. Ach ja, wenn Schildkröten wirklich so schnell wären. Man muss zugeben, er ist schnell für eine Schildkröte. ein Wasserfall ist da hinten. Eine dicke Wache. Wo ist es? Hallo? Hallo? Ach, da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Chimpum. Ich hab dich getroffen. Ich wollte gerade sagen, hä? Fällt erstmal gar nicht um. Bitteschön. Ach so, das ist ja die nach einer Zeit explodiert. Ich dachte, das war die Timer. Aber das war gar nicht die Timer. Ach, da komme ich hin. Yeah. Bentley, wie ist dein Status? Bin mit dem RC-Helikopter in Position. Alles bereit, um ihre Bodenluftverteidigung auszuschalten. Für den Coup brauchen wir die uneingeschränkte Luftherrschaft. Pass auf, Helikopterteile sind nicht billig. Feind in Sicht! Hey Bentley, steuer den Helikopter mit dem linken Analogstick und werfe mit der X-Taste Bomben. Wenn du den Jeep verlierst, projiziere ich einen holographischen Zielfall. Folge ihm zurück in die Action. Klingt cool. Klingt machbar. Soll RC vielleicht für Ratchet & Clank stehen? Nein. Er schießt Raketen. Versuch ihnen auszuweichen. Okay, Mann. Krieg ich hin. Wow. Wieso sch... Wow. Au. Das Avionik-Paket war, mach ich grad zu heulen. Dann heul doch. Oh, die Mission war voll scheiße. Wow. Komm schon. Wow, die verfolgt mich ja immer noch, diese Scheißrakete. Bam, bam. Wow. Das ist so scheiße. Wow, die verfolgt mich immer noch. Diese Scheißrakete. Los. Stirb, 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 stirb. Wow. Das ist so scheiße mit der Rakete. Ah, sie ist gegen Gebäude geknallt. Ja. Gut geflogen, Partner. Der Jeep ist ausgeschaltet und der Himmel ist frei für den Coup. Oh yeah. Vor allem eine Rakete hat übelst viel Schaden an dem Teil schon gemacht. Habt ihr gesehen, ey? Ich hätte vielleicht nur 3 Schläge maximal vertragen können. Hier, in deinen Arsch. Oh, scheiße. Voll den Boden nur getroffen. Ich bin eine sexy Schildkröte. Hilfe! Hilfe! Wow, der wirft mit Plastikschwertern nach mir. Oh, danke. Hilfe! Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich bin nicht so gewandt wie Sly. Oder nicht so kräftig wie Mary. Eigentlich bin ich der Schwächste der Gruppe, aber der Schlauste dafür. Lalalala. Und mein Hals dehnt sich, wenn ich springe. Hui! Überlebt. Gut, Sly, du bist wieder dran. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, was machen wir denn als erstes? Das Gerangel hört sich eigentlich gar nicht so verkehrt an. Weil das klingt irgendwie cool. Das klingt irgendwie, als würde Mary wieder uns helfen. Warum gehe ich eigentlich schon wieder diesen Weg? Na, ist ja auch egal. Ich find's auch gut, wie der Wasserfall an so einem Polygonstreifen abfällt. Das ist Qualität, Leute. Money.
Da hinten ist Gerangel, okay. Gerangel, da gibt's ein paar Kloppe, Alter, jetzt wird geschlachtet. Huch, Hallöchen. Stelle die Mission. Wow. Sly, wir müssen einen Weg finden, Rajans Preiselefanten aus ihrem Pferch zu locken. Bentley, die Tür sieht verdammt stabil aus. Vielleicht kann ich in das Loch unter der Stufe kriechen und finde einen anderen Weg. Klingt cool, okay. Seid ihr Preiselefanten? Oh! Die Ratten, die du gerade verscheucht hast, haben die Preiselefanten erschreckt. Sie sind jetzt draußen und verwüsten den Palast. Nicht mein Problem. Okay. Wow, shit, Mann. Warum haben Elefanten eigentlich so große Angst vor Mäusen? Ist das eigentlich nur ein Mythos oder stimmt das? Ich habe das noch nie überprüft. Sollte man eigentlich mal Google fragen. Oh. Wow, der sieht echt verschreckt aus. Gute Arbeit, Sly. Jetzt kommt der schwere Teil. Du musst die Juwelen aus dem Kopfschmuck der beiden Elefanten stehlen. Die Juwelen sind fest verankert. Also musst du mehrmals mit dem Stock auf sie einschlagen, um eine zu lösen. Ich muss die Dächer nutzen, um auf die Rücken der Elefanten zu kommen. Aber das dürfte kein Problem werden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die falsche Mission gemacht habe. Aber hey, ist ja jetzt auch egal. Und vor allem, der ist so verschreckt, der furzt die ganze Zeit. Jetzt seht ihr, Alter, diese Dämpfe, die aus seinem Arsch entweichen. Moment, ich muss auf deinen Rücken. Moment. Nein. Renn nicht vor mir weg, du dickes Vieh. Nicht wegrennen. Gleich bin ich auf deinen Rücken. Gleich bin ich auf deinen... Yeah. Nein, nein, okay, dann doch nicht. Oh, was wollt ihr denn von mir? Ja, er überrollt die alle voll. Ach, komm schon. Komm, Sly, los. Und. Yeah, zack. Yeah, gib mir deine Scheiße. Aha, Juwel fürs Sägeblatt. Und noch mehr. Wow, der schubst mich ja runter. Alter, dieser Wichser, nicht wahr? Der ist so scheiße. Weg mit dir. Oh, jetzt geht er da lang. Gemeiner Elefanto. Lalalala, komm, geh nach rechts. Oh, der geht geradeaus natürlich. Sein fettes Schwein, ich sag's euch, ne? Ach, los, Sly. Los, und runter. Och, natürlich, da ist so ein scheiß Ding hier. Spring über den Elefantenrüssel, wenn er dich vom Rücken werfen will. Ja, danke für den Tipp, Bentley. Der kommt ein bisschen zu spät. Los. Ah! Unfucking believable. Alter, die Brücke bricht nicht zusammen, obwohl der so fett ist, ne? So schnell. Aus dem Weg. Komm, Sly, auf da. Yes! Hey, wer hat mich jetzt runtergeschubst? So, komm. So, ja. Wow, Alter. Fettes. Wow, Junge. Alter, ey, dieses Scheißvieh. Ey, schubst es mich einfach runter, ne? So, komm her. Ja. So. Yeah, der zweite. Wow. Ah, die Schubsen. Den kann man aber nicht verhindern, den Runterschubser. Alter, wie lange kann so ein Vieh denn aufgeregt sein? Sollte es sich nicht irgendwann mal beruhigen? Ich meine, hier sind keine Mäuse in der Stadt oder Ratten. Wenn, dann hat er sie alle übertrampelt. Oh, das ist der zweite Elefant. Gehen erstmal beide denselben Weg. Moment, das habe ich gleich. Er kommt hier lang. Er kommt hier lang. Und ich komme drauf. Yeah. Wow. Scheiß Elefant. Schubst mich einfach runter, dickes Vieh. Los, Sly. Oh, Sly. Geh doch mal drauf. Ey, Kamera. Oh, voll überrannt. Voll platt gemacht. Jetzt will... Ja, die Kamera. Ich will nicht seinen dicken Arsch sehen. So. Yes. So, spring. Und yes. Wow. Und Schwitzer, yeah. Den haben wir. Okay. Du hast alle Juwelen von diesem Elefanten. Kümmere dich jetzt um den anderen. Okay. Da ist er doch auch schon. Wupp. Los drauf, Sly. Oh yeah. Warte. Wow. Nee, nicht geschafft. Schade. Ich dachte, ich hätte es gerade noch so geschafft. Mann, ey, verpisst euch doch mal. Och, verpiss dich. Hör auf zu quasseln hier. Los, Sly. Jump. Nein. Dickes Schwein, Mann. Weh, du scheißt jetzt auf mich.
Oh, los, 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 los. Und yeah, zack, zack, yeah. Und der erste wird mir. Juwel. Wow. Reg dich ab, du dicker Elefantos. Los, Sly, los. Oh. Ah, verdammt. Nein, Sly, was hältst du dich an den Gemüse fest dort? Was bist du denn für einer? Du Vandale. Oh, wo gehst du denn lang, du Scheiß? Boah, du dickes Schwein, Mann. Wo geht der denn lang? Oh. Hier lang, okay. Komm her. So, ja, ey, Mann. Wieso springst du runter, Sly? Diese dicken Viecher. Wo rennt das lang? Okay, da hinten. Oh, warum komme ich denn nicht aufs Dach? Heilige Scheiße. So, ich sehe ihn. Er furzt die ganze Zeit roten Dampf. Ich bin doch wohl schneller als so ein dicker Elefant, Mann. Ich bin ein Raccoon. Los, 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 los. Da. Der gibt jetzt... Ach, verpiss dich doch mal, ey. Jetzt habe ich ihn voll ins Wasser geschubst, voll gestorben. So, komm her, komm her, komm her. Und rauf. Ey, diese Scheiße, ne? Das war beim ersten Mal auch so, beim ersten Elefanten. Hoch, rauf. Yes. Wow. Und zack, der gehört dann wohl mir. Nein, ich will nicht. Ah. Wo lang gehst du? Hier lang? Okay, das klingt gut. Klingt machbar. Dann kann ich nämlich gleich wieder drauf. Watz, 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 watz. Wow. Und watz. Ey, wieso fliegst du denn runter, Sly? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist voll unknorke. Ich... Oh, wo rennst du denn? Wo rennt der Dicke denn hier lang? Der dicke Schein, das dicke Ding. So, drauf das Sly. Los! Watz, watz, yeah! Alle meine. Viel Kohle. Stört keinen, dass die Juwelen weg sind. Das war's. Mit diesen Juwelen kann ich eine extrem harte Kreissäge für unseren Kuh machen. Die teuerste Kreissäge der Welt. Okay, das war wahrscheinlich wirklich das mit den Elefanten, hä? Das ist die andere. Ja, wirklich war sie. Gerangel im Konferenzraum. Okay, dann machen wir das jetzt noch. Wir haben ja noch genügend Zeit, hey. Dieses Mal geht's schnell voran. Wir haben noch gar nicht den Safe gefunden, ne? Gute Frage, wo ist der eigentlich? Ich denke mal, er wird wieder nicht auf der Overworld sein. Wie bei Dimitri, der wird irgendwo in einem Gebäude drin sein, wo wir vielleicht jetzt reinkommen, bei Gerangel im Konferenzraum. Wo ist denn das jetzt? Ach da! Bei dem Schwitzwasser von Rajans Arschbacken. Ich wusste es. Voll sein Klo, ey. Murrays rundliche Formen hindern ihn daran, in das Abflussrohr zu steigen. Also musst du den Safe-Raum von innen aufschließen. Einer verlässlichen Quelle zufolge schreiben die Wachen die Safe-Kombination unter einen ihrer Pausentische. Soll ich etwa unter jeden Tisch kriechen, bis ich sie finde? So in etwa. Cool. Und wer ist die verlässliche Quelle? Ich dachte, wir arbeiten nur im Trio. Wer ist jetzt das vierte Mitglied, Bentley? Und warum hältst du es geheim vor uns? Ich sehe keinen Code. Versuch einen anderen Tisch. Sie ist irgendwo. Ich darf mich wahrscheinlich auch wieder nicht erwischen lassen. Achtung, warte, Safehouse. Gewährt keinem Gast Eintritt in den inneren Bereich des Palastes. Dieser Ball soll angemessen sein und ich will meinen makellosen Ruf nicht durch einen Lakaien beflecken, der nicht weiß, wie man eine Tür schließt. Der Spice-Handel ist gefährlich, besonders für diejenigen, die mich ärgern. Oh, 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 oh. Okay. Hilfe. Voll. Kein Code hier. Oh, okay. Ich muss also nicht erwischt bleiben. Unter diesem Tisch ist kein Code. Wow, jetzt wäre da eh keiner mehr. Heilige Scheiße, Mann. Ihr fette Schweine. Was? Aua. Mann, ey, Murray, ich brauch deine Hilfe. Murray, Hilfe. Autschi. Okay.
Alles wieder gut, sie haben sich beruhigt. Vor allem, die haben voll das wenige Durchhaltevermögen, verfolgen mich nicht mal. Die sind wahrscheinlich zu fett, haben keinen Bock auf sowas. So, dann komm mal her. Du fettes Rindvieh. So, Leben, sehr schön. Hat er das gehört? Das hat er nicht mal gehört, ey. So ein dicker Typ. So ein dicker Typ, ich sag's euch. Dann ist der Code wahrscheinlich am allerletzten Tisch. Wer hätte es gedacht? Und tschüss, Mann. Okay. Also hier. Das ist er. Fantastisch. Gib jetzt den Code am Eingang der Tresorraumtür ein. Sieht voll realistisch draufgeschrieben aus. Das sieht so scheiße aus. Okay. 465-832-71. 465-832-71. Okay. Ach so, okay. Gut gemacht. Jetzt geht zum Sicherheitsschalthebel und lass Murray und mich rein. Da ist der Safe, sag ich's doch. Oh je. Oh je. Oh je. Was machst du da, Sly? Warum greifst du denn gleichzeitig immer an? Ich drück nur X. Was ist los mit dir? Du bringst mich ja völlig aus meiner Konzentration. Das ist hier der Safe-Raum. Hm, hier ist also das ganze Geld. Cool. Lolololo. So. Hier haben wir den schicken Safe. Ich würde zu gern Rajans Gesicht sehen, wenn er merkt, dass der Safe leer ist. Der Code ist 857. 857. Aha. Der Wahnsinnsschlag. Du hast den Wahnsinnsschlag erhalten. Ja, danke für den Hinweis. Was bringt der? Wahnsinnsschlag. Weißt du, wenn ich zum Verlassen drücke? Ja, was machen der jetzt? Verwirrt alle Feinde. Nach einer Berührung mit deinem Stab greifen sie sich gegenseitig an. Okay. Ach so, okay. Hm. Klingt ja interessant. Warum nicht? Okay. Schalter aktivieren. Aha. Danke, dass du uns reingebracht hast. Der Murray dankt. Kommen wir zurück zu den Fakten. Ich muss mich in beide Computer des Safe-Raumes hacken, um die elektronische Winde über dem Ballsaal steuern zu können. Und was sollen Sly und ich hier machen? Sobald ich in ihre Server eindringe, sind sie hinter uns her. Ihr Jungs müsst mir die Gorillas gemeinsam vom Leib halten. Du und ich, Kumpel, Seite an Seite. Der Murray kennt keine Angst. Okay, ich bin drin. Hacke mich in die Barriere auf Ebene 6 ein. Praktisch kann ich gleich den Wahnsinn... Och nö, ich bin ja Murray. Okay, dann, flammende Fäuste. Ja, ja, und nochmal. Ja. Oh, der brennt voll weg, ey. Ja. Los, Sly, benutze deinen Wahnsinnsschlag. Ich habe ihn dir nicht umsonst gegeben. Ja, zack. Alter, wie er gleich verbrennt. Geschafft, fahre fort mit dem System auf Ebene 5. Das ist schön, dann mach's mal. Achso, da bist du jetzt. Ja, alles Swag-Twaggen hier, ey. Was willst du von Bentley? Der ist mein Kumpel, Mann. Weg da! In der Schule habe ich ihn zweimal gemobbt, aber jetzt mobb ich euch. Alter, weg da! Flammende Fäuste! Weg da! Weg da! Weg da! Okay, ich bin nah dran. Alter. Wechsle jetzt zum Zugriff auf Ebene 4. Wo ist er denn jetzt? Ah, ist er schon wieder da? Okay. Vector, meine Mutter ist stärker als ihr, ey. Was wollt ihr? Bam! Alter. Vector. Alter, hab ich den weggetwackt oder was hier? Flammende Fäuste. Bam. Hast geschafft. Das ist schön für dich. Okay, gehen wir auf Ebene 3. Ja. Nein, 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 böser Affe. Oder was auch immer du bist. Flammende Fäuste. Tschüss, Affe. Voll verbrannt. Tschüss, Mann. Du willst mucken? Bam. Alter, der hat so muckig, der Kerl. Alter, Mann, ey. Voll den Sack verbrannt.
Der hat keine Sackhaare mehr. Pow! Ich bin so nah! Du bist so geil! Ja. Unterwegs zur Ebene 2! Ja, schön für dich. So! Ja, die kommen ja eh alle nur von einem Eingang, da ist das nicht mal wirklich schwer. Und vor allem muss ich es nicht mal alleine machen. Von daher! Oh, oh, wow! Alter, war das knapp! Alter, ich twack dich weg! Du Hasendreck! So! Boah, wie Sly übelst skillig ausweicht. Voll gesprungen. Ja, ich hab's fast. Mach nämlich einen Zugriff auf Ebene 1. Dann mach mal. Wow. Alter, war das knapp. Weg da. Weg da. Weg da. Und du auch. Du stinkst. Wirfst dich doch mit deiner eigenen Kacke rum. Du auch. Alter, komm her. Das ist spannend. Ich kann es spüren. Ja, in deiner Hose. Alter, bäh. Weg da. Komm her. Sag tschüss. Ich bin unaufhaltbar. Ich habe die Kontrolle über die Winde. Danke für die Hilfe, Jungs. Kein Problem. Wir hatten ja alles unter Kontrolle. Murray. Schließen wir die direkte Satellitenverbindung an und verschwinden wir, solange die Luft rein ist. Das nenne ich cool. Okay, stimmt eure Uhren ab. Dieser Coup erfordert äußerste Präzision. Hier ist der Plan. Ich beginne, indem ich die Hauptbrücke des Palastes zerstöre. Das wird die Verstärkung vom Gästehaus abschneiden und die Wachen im Ballsaal, die Clockworks Flügel bewachen, hoffentlich ablenken. Dann wird Sly Carmelita an ihren Tanz erinnern und während die Menge von ihrem Tango gefesselt ist, lässt Murray sich mit der elektronischen Winde in den Ballsaal herab. Sobald er unten ist, kann er die Flügel abschneiden und mit Hilfe der Winde abhauen. Anschließend sollte Murray aus dem Palast verschwinden. Ich decke seine Flucht mit dem ferngesteuerten Helikopter. Sobald er über die Zugbrücke ist, haben wir es geschafft. Bentley, das ist ja alles schön und gut, aber erklär mir mal eins. Selbst wenn sie extremst gefesselt sind von unserem übelst geilen Tango, wieso sollte es keiner hören, wenn Murray mit einer verdammten Kreissäge die Flügel absägt? Ich glaube nicht, dass das leise ist. Aber egal, das ist ihre Logik. Sie kriegen das schon hin. Da wird eh wieder irgendwas scheiße sein und wir müssen eh wieder einen Bosskampf ausfüllen, weil so ein großer Coup klappt nie, wie er klappen soll. Kampfausweichmanöver. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Nehme ich einfach mal. Den größten Destabilisator lasse ich noch. Aber meine Freunde, im nächsten Part heißt es dann, der große Coup steht an von Episode 2. Den Safe haben wir jetzt auch gefunden, das heißt, nichts steht uns mehr im Weg, um auch diese Episode zu 100% abzuschließen. Aber das erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Bis dahin, Tschüsselchen.